Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spar mit Sparbara. Wir machen uns heute ein super leckeres Frühstück. Bitte nicht vor Schul- oder Arbeitstagen einnehmen. Das ist so ein richtiges Ferienfrühstück. Und zwar machen wir uns ein Müsli mit M&Ms. Die stehen hier schon bereit. Basis sind Haferflocken, Milch und eine Banane. Also eine halbe Banane pro Person. Also, ups, erstmal eine halbe Banane klein schneiden. Schauen wir mal, ja, wir hatten ein paar Fäden. Das klingt erstmal echt, ich will fast sagen pervers, sowas Verzuckertes zum Frühstück einzunehmen. Aber man muss sich mal vor Augen halten, wie viel Zucker in diesen Fertigmüslis drin ist. Jetzt egal, ob das Vitalis ist, Knuspermüsli, Köln-Müsli, die schmecken deshalb so gut, weil die einfach extrem viel Zucker drin haben. Moment, ich muss das Messer abwaschen. So. Also teilweise ist das so, dass in diesen Müsli-Mischungen ziemlich genauso viel Zucker drin ist wie Haferflocken. Also ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen nach Gefühl. Da kann man wirklich nicht zu viel von essen. Also habe ich hier die Banane, ein bisschen Haferflocken. Dadurch, dass da die Banane drin ist, die schon süß ist und die M&Ms auch süß sind, genügt das, wenn man hier einen Löffel Zucker für den Geschmack reintut. Dann füllen wir das mit Milch auf, sodass die Haferflocken und die Banane gut mit Milch bedeckt ist. Meine tolle Mikrowelle, die ich mir an meinem allerletzten Schultag gekauft habe für, ich glaube, 99 Mark, 1994. Die hat 650 Watt, aber keinen Drehteller. Ich stelle das jetzt auf eine halbe Minute ein. Ich mag das immer ganz gern, wenn mein Frühstück so Körpertemperatur hat, also so lauwarm ist. Also das habe ich mir durch Zufall ausgedacht, weil unser Vitalis-Müsli leer war und wir das eben am Wochenende und in den Ferien sehr gern essen. Und ja, aber was ist Basis von einem Vitalis-Müsli? Das ist, sind Haferflocken, Zucker und was Schokoladiges und vielleicht noch ein paar Nüsse. Und Ursprungsrezept war also die gleiche Basis mit einem halben Snicker, mit einem gewürfelten halben Snickers obendrauf. Und das war so mega lecker. So, ich suche mal gerade nicht viel, so 20 Gramm M&Ms. Kommen hier noch oben drauf. Ah, ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Haferflocken genommen, deshalb versinken die jetzt so. Oder zu viel Milch, kann ich jetzt gar nicht genau erklären. So. Ach, tut mir leid, das letzte Mal hat das total schön ausgesehen, weil dann diese bunten M&Ms da oben drauf geschwommen sind. Tada! Leckeres Wochenend-Ferienmüsli. Das sogar ein paar Vitamine hat. Und ihr seht, muss man schnell verzehren, weil sich der Farbstoff von den M&Ms ablöst. Nichtsdestotrotz ist das mega lecker. Nur ihr dürft es nicht zu lange stehen lassen, weil sich sonst alle Farben vermischen. Guten Appetit und vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Sparbara.